Leute, herzlich willkommen. Cave Talk Episode 12. Wir sind heute unterwegs, Victor und ich im Alleingang. Servus, wie geht's dir, mein Lieber? Alles klar? Gut, aus der neuen Zentrale, ich und Diggi. Ja. Yeah. Man sieht es überhaupt gar nicht, sieht ziemlich gleich aus, gell? Aber ich bin wirklich in einem neuen Zimmer. Hab mir neue LED-Lichter hinten alles gemacht, kann ich sogar die Farbe verändern, aber ich habe jetzt gedacht, komm, lässt jetzt mal so, wie es ist. Kommt gut. Der Diggi gefällt mir gut. Bei mir ist er jetzt leider heute nicht auf der Brust, aber in meinem Herzen ist er trotzdem. Genau. Kriegt ein Nüsschen. Also natürlich die, wo jetzt nur zuhören, die wissen jetzt nicht, um was es geht, von dem wir mal das Video einschalten. Victor hat unser neues Maskottchen von der Trading Card Cave auf der Brust und trägt den heute mit ganzem Stolz. Jawohl. Der wird euch jetzt die nächste Zeit natürlich ein bisschen verfolgen, ja. Von dem her, da gehen wir nachher vielleicht auch mal noch kurz nochmal drauf ein, aber heute sollen es ein bisschen andere Themen sein, über die wir reden. Ich gebe euch mal so ein bisschen einen kleinen Anlauf, was euch heute erwartet. Und zwar würden wir gerne, das wird wahrscheinlich ich ein bisschen federführend machen, ein bisschen so über die aktuellen Pokémon-Price-Tags im Bereich Modern oder Ultra-Modern kurz reden. Dann über Modern Horizons 3, was, wenn ihr den Podcast anhört, in der Woche noch seinen offiziellen Release hat von Magic, und dazu noch ein bisschen über das Thema Distribution und Pre-Order eingehen und dann noch einen kleinen Abschluss finden, vielleicht nochmal, wo wir über den Shop zusammen reden. Bist du damit einverstanden, Victor? Bin ich sehr mit einverstanden. Und was noch cool wäre, direkt vorab erstmal reingeklatscht, ein paar Kommentare da lassen, wäre mega cool für ein bisschen, sage ich mal, abwechslungsreicheren Content. Das wäre richtig tolle Sache auf jeden Fall, wird uns einen Ansporn geben zu sagen, hey, in die Richtung wollen wir das Thema ziehen und ein bisschen uns darüber unterhalten und was ihr halt auch denkt. Gerne rein in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall mega freuen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, ja, hier bei uns, einfach mal anschreiben und mal sagen, jo, ich habe vielleicht auch was zu erzählen. Dann kann man das vielleicht auch gerade bündeln mit einem interessanten Thema und dann kommt er einfach mal vorbei. Man macht mal eine Runde zusammen, entweder direkt hier vor Ort oder online. Das wäre natürlich auch cool. Also gerne einfach in die Kommentare mal mit Ideen reinpacken und wenn ihr mal dabei sein wollt, einfach vorbeischauen. Wäre cool. Genau. Also starten wir mit Thema Nummer 1. Sword and Shield Price Spikes. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich habe mal ein interessantes Thema für euch, was mir die letzte Zeit sehr viel zu Ohren gekommen ist, dass wirklich Displays aus der Sword and Shield Ära, die eigentlich gar keine Interesse bei uns zu der Zeit geweckt hatten oder sehr, sehr wenig bei Sammlern Interesse geweckt haben, dass die aktuell krasse Price Spikes erfahren. Ich habe mir da mal so ein bisschen auch schlau gemacht danach, also ein wenig auf den Plattformen von Card Market, und zwar sieht man es, denke ich, sehr gut an dem Beispiel von Fusion Strike. Ist ein Set gewesen, eben in der Sword and Shield Ära. Das kam raus, mal kurz an die Daten drauf gehen, und zwar am 12. November 2021, also ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Krass. Wahnsinn, Alter. Zeit. Alter, das ist schon zweieinhalb Jahre wieder her. Holy moly. Na gut, so schnell geht's. Auf jeden Fall, das Set damals war gar nicht so beliebt. Man hat zwar zwei Chase-Karten gehabt, so mit dem Gengar und mit dem Mew, was echt wunderschöne Karten sind. Aber irgendwie kam das Set so ein bisschen out of place vor und die Leute waren nicht wirklich gehypt. Ich weiß auch, damals sind Boosterboxen auf jeden Fall deutlich unterm normalen Preis weggegangen, weil die Leute wirklich sehr, sehr wenig Interesse an dem Set gezeigt haben. Dazu hat es auch nicht so hervorragende Pull-Rates gehabt. Und jetzt geht man auf Card Market drauf und sieht, dass die erste deutsche Version tatsächlich sogar in der Schweiz aktuell angeboten wird für 205 Euro, also deutlich über den aktuellen Einkaufswert, wo man normalerweise bei Boxen hat, wenn wir so an die 149, ungefähr 159 denken. Und die erste englische Version aus dem Vereinigten Königreich für 199, also auch um die 200 Euro. Und wenn man da dann mal wirklich so ein bisschen bei uns in die Richtung gucken will, dann wird es erst ab 239 das erste Mal in der Schweiz angeboten. Also das ist schon ein krasser Unterschied, mehr als das Doppelte eigentlich von dem, was wir damals hatten. Mal so ein bisschen meine Frage an dich, Victor, auch wenn du jetzt gerade nicht so im Pokémon-Game so deep drin bist, aber hast du eine Idee, woran das liegen könnte so? Könntest du dir da was zusammenreimen? Ja, vielleicht wirklich Leute, die, wie du gesagt hast, schon das Zeug einfach irgendwie zu viel gekauft haben und jetzt das Zeug irgendwie, keine Ahnung, künstlich irgendwie hochtreiben oder sowas.
ich wüsste jetzt hier nicht, also die Karten können irgendwie nicht der Grund sein. Würde mich jetzt irgendwie stark wundern. Also, was man ja auch sieht, dass wirklich so ein paar Single-Karten da draus halt echt teuer geworden sind. Vor allen Dingen das Gengar ist halt mega teuer, aber das war schon immer, glaube ich, so ein bisschen eine wertvolle und auch Chase-Karte. Sie war jetzt noch nie günstig. Aber eben so, wie du es gerade auch sagst, und da könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen oder eine Idee zu habt. Was mir zu Ohren gekommen ist, auch hier, ist das wirklich, ist wahrscheinlich, das ist logischerweise jetzt nicht bestätigt, aber halt da auch wahrscheinlich Investorengruppen oder sowas gibt, die halt schon sehr, sehr viel damals aufgekauft haben davon, jetzt eigentlich noch mehr davon aufkaufen, damit der Preis in dem Sinne von den Boxen jetzt ein bisschen in die Decken steigt, damit man die dann nachher halt teurer dann abstoßen kann, ja, und dann den Markt wieder ein bisschen damit überschüttet oder überfüllt, wenn die dann nachher ein bisschen eng werden auf dem Markt. Ich meine, hier eben Preistrend, der 3-Tages-Preis drin ist bei 240 Euro. Das ist halt schon krass, ne? Für so ein Krass. Set, wo eigentlich nicht beliebt war, dass das jetzt nach, gut, sind jetzt eben 2,5 Jahre doch schon wieder her, aber dass es nach so einer Zeit jetzt schon so teuer geworden ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, also interessantes Thema. Nur mal kurz angebrochen, welche anderen Sets da auch so ein bisschen betroffen ist, was ich mitbekommen habe, ist Astral Radiance, vor allen Dingen auch Lost Origins mit diesem Alternative Giratina, die ist sowieso ziemlich teuer, diese Karte, wo so ein bisschen, wie sagen sie dazu, so psychotischen wenig halt gemalt ist, wahrscheinlich ist das falsche Wort, aber ist die mit diesem schwarzen Hintergrund, oder, wo, weißt du, welche ich meine? Ich glaube, Wo ja, so ich durch glaube die schon. Luft schwebt und du hast so diesen schwarzen, so ein bisschen, eben so ein bisschen psychotischen Hintergrund da irgendwie so wo sie da rumfloatet. Sieht schon Vielleicht trifft's interessant gerade. aus. Ich fand sie jetzt nie so geil, aber die ist auch recht teuer geworden jetzt. Vielleicht trifft's gerade den Nerv der Zeit. Wahrscheinlich, Bisschen ja. psychotisch irgendwie. Wahrscheinlich. Aber das wäre echt mal interessant, so was ihr dazu meint. Habt ihr auch das Gefühl, das könnte irgendwie der Input von irgendjemand extern sein oder habt das Gefühl, die Leute, die merken zu langsam, okay, das Zeug ist irgendwie out of print und so und doch ein besseres Set, als ich gedacht habe und in Sword and Shield damals war alles besser und deswegen sind die Preise jetzt so gestiegen. Würde Vielleicht mich war mal es ja auch interessieren. einfach, vielleicht war es ja auch einfach der Input letztes Mal vom Victor, der gesagt hat, Pokémon ist auf dem absteigenden Ast. Und ich zeig dem Victor Dem direkt das zeigen wir es Gegenteil, jetzt. ne? Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, was auch noch ein bisschen was ausmacht, aber nur so ein bisschen psychologisch, die Leute, und das ist super interessant jetzt einfach wieder, die Leute haben es überhaupt nicht gefühlt bei den modernen Sets, wo vor was war es? Ich glaube, vor Paldea Evolved, also es müsste eigentlich so Scarlet Violet gewesen sein und dann noch Crown Zenith und so. Die Leute haben es überhaupt nicht gefühlt, dass du so eine krass gute Pullrate gehabt hast in den Sets. Was ja mega interessant ist, weil davor hat sich so jeder beschwert gehabt, gell, ich ziehe irgendwie viel zu wenig Alternative Artwork-Karten raus. Und dann gab es halt die Sets wie Scarlet Violet, wo die ohne Ende gepullt wurden. Und das fanden die Leute, glaube ich, nicht so geil. Dann haben sie jetzt, glaube ich, bei Paldea Evolved wieder so ein bisschen umgelenkt. Und die aktuellen Sets ist halt wirklich so. Also ich habe Twilight Masquerade zum Beispiel, das neueste Set, wo aktuell draußen ist, habe ich sehr viel geöffnet und habe wirklich kaum Alternatives gezogen. Also Okay. vielleicht ist auch da so ein bisschen dieser Wunsch zurück zu den Sets, wo damals waren, eben diese Fusion Strike-Ära, wo auch dieser Skandal war, wo diese Karten ja aus den Sets geklaut wurden von so einem Das stimmt. Pokémon-Mitarbeiter und Evolving Skies und so, wo du echt keine Hits gezogen hast, Chilling Rain, Battle Styles, dass die Leute das doch geiler fanden, wenn man halt echt kaum die Karten bekommt, die man sucht. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wäre interessant. Auf jeden Fall. Jo, Modern Horizons 3, Victor, freust dich. Oh. Ja, auf jeden Fall. Also der Modern Horizons 2 war für mich so, sag ich mal, der richtige offizielle Startschuss für Magic. Damit habe ich mit dem Set, das ist das erste Set, was ich so richtig wie ein Verrückter gerippt habe. Das war das erste Mal, dass ich richtig Geld in die Hand genommen habe und bei Marcel den Laden leer gekauft habe. Und dann habe ich angefangen zu rippen und Modern Horizons hat es mir richtig angetan. Und damals meine Lieblingskarte da gezogen, den Ragavan. Ah, mega schön. Und jetzt kommt natürlich jetzt Modern Horizons 3 und es ist wirklich wie in dem Kartengame, die Eldrazi erobern gerade die Welt.
Es ist ja krank, was abgeht. Wahnsinn. Also das ist, man denkt sich so, ja, das kommt bestimmt gut an, aber die werden ja wahrscheinlich genug davon printen, dass auch jeder was bekommt, aber irgendwie anscheinend nicht. Nicht der Fall, ja. Nicht der Fall. Und ja. Was denkst du? Also das Set an sich, jetzt mal grob gesehen, das Set ist für mich ein absolutes Bonkers. Ich finde das richtig geil. Vor allen Dingen finde ich es richtig geil, dass so viele Eldrazis drin sind, weil das ist tatsächlich so ein Tribe, wo mich 0, gar nicht interessiert. Obwohl ich ja viel so Big Boys und so Stompy-Kreaturen und so mag, aber irgendwie diese Eldrazis, die fühle ich gar nicht. Aber sind wir echt auf einer Linie. Da bin ich froh, dass das jemand sagt, weil mich interessieren die eigentlich auch null. Interessieren mich nicht. Die haben alle so solche Game-Winning-Effekte irgendwie, also keine Ahnung, Annihilator 20 und so weiter, wo dir dein ganzes Board wegnimmt und keine Ahnung, was die alles können, die Eldrazis, interessiert mich tatsächlich auch gar nicht. Von dem her bin ich mega froh tatsächlich, dass so viele Eldrazis drin sind, weil ich wüsste, dass ich jeden einzelnen, wo ich sie verkaufen würde, damit ich mir direkt die nächsten Booster holen kann von dem Set. Weil eben, der ganze Rest, dieses Flare of Cultivations, die Freespells, wo es drin sind, die nicht so krass gehypt und gespiked sind wie die letzten Freespells, finde ich so ein cooler Cycle. Ja. Also dieses Free Cultivate finde ich mega, mega geil. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, davon was in der Hand zu haben. Dann sind ja auch coole alte Karten von Modern Horizon 2, unter anderem dein Ragavan auch wieder mit dabei. Ja. Kannst du auch wieder ziehen, den Bruder, in Old Border und so. Also das sind schon leckere Sachen dabei. Von dem her, ich freue mich mega auf das Set. Aber was du schon angesprochen hast, was halt echt krass ist, wir haben es an eigener Haut jetzt erlebt, wie die Produkte verfügbar sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob es uns einfach getroffen hat und ich habe mit anderen Shops Rücksprache gehalten. Die hatten genau dasselbe Problem. Wir haben Englisch null Bezug von Collector Displays bekommen. Null, da mussten wir uns mit unserem Partnershop ein bisschen austauschen. Die haben uns dann wenig ausgeholfen aus Deutschland oder dass wir von denen irgendwie was bekommen. Genau dasselbe Prozedere mit den Decks. Und da kommen bei mir schon ein paar Fragezeichen auf. Ja, auf jeden Fall. Also Decks war, das war ja noch nie irgendwie so eine Schwierigkeit, irgendwie ein Punkt, hey, da haben wir nicht zu viele oder sowas. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man weniger bestellt hat oder sowas, da können wir sagen, okay, gut, lass mal vielleicht was weg, aber gar nichts zu schicken, auch keine Collectors Display, überhaupt nichts. Und ich habe einige Shops gesehen, da waren die Regale prall gefüllt mit englischem Zeug. Und da muss ich sagen, so, das geht nicht. Du kannst nicht einfach einen komplett außen vor lassen und sagen, ja, die ganze komplette Masse geht alles nur an die Big Boys und die Kleineren kriegen jetzt überhaupt gar nichts mehr. Finde ich, geht gar nicht. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, das letzte Set, wo in dem Sinne ähnlich jetzt letztes Jahr hätte sein sollen mit, wie hieß es, Commander Masters war es, gell? Commander Masters hieß es, glaube ich. Das Master-Set letztes Jahr. Das, wo so teuer war, was mit den 4 Booster-Packs. Mit Ja, Commander Masters. Ja. Das ist ja so sauschlecht angekommen und das war das erste Set, wo du, finde ich, so richtig gemerkt hast, okay, die Leute sind so müde, viel Geld für so Packs zu zahlen und das hast bestellt, du bekamst ohne Probleme irgendwie. Ich glaube, du kannst jetzt noch bestellen, wahrscheinlich ohne Probleme und so, weil es halt einfach viel zu teuer war und mega unbeliebt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, dass die das echt so größeren Shops und halt Leuten, die ein bisschen Einfluss haben, so gegeben haben, um das halt zu präsentieren, was ja momentan echt gut läuft. Und halt bei anderen gesagt haben, nee, wir halten das jetzt erstmal zurück, damit man wirklich so merkt, okay, es besteht so einen Drang, an das ranzukommen oder so eine Bubble in dem Sinne aufbauen. Weil, also ich meine, die normalen Preise, ich glaube, wir hatten die Decks, die Pre-Orders waren, glaube ich, bei uns 69, glaube ich, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, für die normalen 70 Decks. 70 Franken etwa, ja. Genau. Das normale Eldrazi-Deck, das günstigste aus Deutschland, auf Deutsch, ist aktuell für 100 Stutz online. Das günstigste auf Deutsch, das günstigste auf Englisch auch knapp bei, also auch 98,90 plus 19 Versand wäre es jetzt halt zu uns, ne? Ich meine, das ist schon mal richtig krass, oder? Die sind deutlich teurer, als man die ursprünglich vermutet. Und jetzt der absolute Banger. Die Collector, es gibt ja diese Collector Commander Decks, wo sie jetzt neu gemacht haben, wo die so ein spezielles Foiling und so weiter haben.
das günstigste englische, wo aus Deutschland ist, für 200 Euro. 200 Euro für einen Precon-Deck. Wahnsinn, ne? Ja, guck mal, sie haben ja angekündigt, die wollen ihren Gewinn für nächstes Jahr verdoppeln. Ja. Also entweder die haben eine krasse Taktik irgendwie sich überlegt, aber ich meine, von dem Preisanstieg, der ja jetzt stattfindet durch die ganzen Decks, haben die ja nichts, weil anscheinend ist ja nicht genug gedruckt worden oder beziehungsweise, wie du sagst, es ist wirklich zurückgehalten worden, weil die haben ja nichts davon. Ja. Frage ich mich, was haben die vor? Wird jetzt irgendein Banger kommen und es gibt irgendwie, wie zu sagen, eine zweite Welle für die Kleinen oder sowas? Wäre natürlich totaler Beschiss, damit würden die echt vielen das Geschäft kaputt machen. Die Kunden, sage ich mal, direkt abschießen. Fände ich nicht so korrekt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da sowas machen. Weil irgendwie kannst du ja nicht sagen, du machst doppelten Gewinn oder du planst sowas. Weil ich meine, das ist ein Multimillionenunternehmen. Die werden das nicht einfach so in den Raum reinblasen. Da haben wir ja auch Podcasts aufgenommen, darüber schon ausführlich geredet. Aber du tust ja nicht sowas irgendwie rausposaunen und bei einem der heiß erwartetsten Sets des Jahres von Magic. Hast du nicht genug. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja, das, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich frage halt auch, wo in der Kette ist das Problem? Also ist das Problem wirklich schon bei Magic? Und die Printen von dem Set jetzt bewusst irgendwie zu. Es muss ja bewusst sein. Also, ich glaube jetzt nicht. Gut, vielleicht haben sie auch gesagt, okay, die Produkte von uns, die sind jetzt wirklich so affig teuer, wir dürfen nicht zu viel drucken, sonst bleiben wir noch irgendwie drauf sitzen oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht. In Amerika ist einfach so dermaßen viel gelaufen, dass die gesagt haben, hey, Übersee geht einfach weniger oder was weiß ich was. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich finde es super, super weird, das Ganze, wie das aktuell läuft. Ich finde es ganz komisch, dass so schlecht, so wenig verfügbar ist. Vielleicht liegt es auch wirklich an der Kette jetzt hier bei unserem Großhändler. Also da Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank, dass wir nichts gekriegt haben. Ja. Absolute Schweinerei, muss man schon auch mal sagen. Ja. Dass da nichts rübergekommen ist. Mega komisch. Und ja, da lässt man einen so ein bisschen, wie du sagst, so auf dem Trockenen sitzen, gell? Weil schlussendlich, wenn das Zeug nachher später kommt und irgendwo die Leute bedienen sich ja irgendwo trotzdem dann mit ihren Singles oder was auch immer sie brauchen. Und es kommt dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so. Da hast du halt nachher schon irgendwie ein bisschen Probleme, wenn du dann. Sagen, wie es ist, dann hast du die Arschkarte. Das ist wirklich die Arschkarte, ja. Das ist tatsächlich so. Also da eben nicht wundern, wir haben bei uns von unserer Seite aus, ich weiß nicht, wie es bei anderen Shops ist, nicht wahnsinnig viel Pre-Orders reinbekommen. Wir haben jetzt geguckt, dass wir die Sachen eben extern beziehen, dass wir da möglichst den Leuten die Sachen dann geben können, oder? Und ich weiß nicht, wie es anderen ergeht eben, aber das ist natürlich schwierig, oder? Pre-Order dann nachher anzubieten, wenn man halt einfach gar keine Sicherheit mehr hat. Und auch bei einem Set, wo man sicher weiß, dass da jetzt nicht viel zu viel bestellt worden ist, sondern dass einfach irgendwie an der Menge nichts rausgegeben wurde, dass man da halt einfach nichts bekommt. Also, keine Ahnung. Mega weird. Ne? Auf jeden Fall. Also, mega weird. Vielleicht hat da einer von euch, vielleicht hört auch ein Shop zu. Schreibt mal rein, wie war es bei euch? Also, habt ihr das Zeug bestellt? Habt ihr das auch nicht bekommen? Wäre mal mega interessant. Ja. Also, da gerne ich hoffe, dass es jetzt irgendwie bei Bloomberry oder sowas nicht das Problem oder Assassin's Creed. Das würde mich jetzt echt mega enttäuschen, wenn da irgendwie sowas. Aber wir sehen vor allen Dingen erstmal, was passiert, gell? Wir können jetzt vielleicht nicht gut urteilen dürfen wir, weil wir sind jetzt irgendwie, wir fühlen uns benachteiligt, sage ich mal. Aber mal gucken, was da kommt, gell? Wir müssen jetzt mal abwarten, was Modern Horizons jetzt da liefert. Wenigstens bekomme ich ein paar deutsche Collectors Displays, die ich rippen kann, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, wie ein kleines Kind. Mhm. Aber ja, für die Englischsprachigen tut's mir echt leid. Vor allen Dingen für die Vorbesteller tut's mir leid. Entschuldige ich mich auch hier auf dem Weg nochmal. Tut mir leid, aber wir können echt nichts dafür. Ja, vor allen Dingen, wie wollte ich das jetzt genau formulieren? Es ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, ja gut, Leute, hört mal zu, ihr habt jetzt da gerade erst einen Shop irgendwie aufgestellt und so weiter. Ist ja klar, am Anfang kriegen die Neuen eh nicht so viel. Nein, hey, so ist es nicht. Ja, wir haben unseren Shop hier zwar umgebaut und jetzt zusammengefügt, aber das, diese Bezugsquelle, die besteht ja jetzt schon seit geraumer Zeit. Also ist jetzt schon über ein Jahr, dass diese Bezugsquelle besteht. Das ist jetzt nicht so, dass man ein komplett neuer Shop hier ist. Das ist jetzt schon ein bisschen ein längerer Shop, wo die auch sehen, hey, die haben
wirklich auch in Menge XY, Betrag XY Sachen bestellt und immer zuverlässig bezahlt. Also genau, von dem her ist es für mich wirklich eine weirde Situation jetzt mit diesem Modern Horizons. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es mit den nächsten Bestellungen läuft. Aber ich glaube, da ist auch wirklich ein Problem auf Großhändlerebene aktuell, wo nicht eine Lösung gefunden wird. Von dem her schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht unser Großhändler jetzt irgendwie einen schlechten Namen mittlerweile hat oder sowas. Was mich echt nicht wundern würde, ganz ehrlich gesagt, dass die gesagt haben, hey, ihr bekommt nur noch einen Prozentsatz oder einen Prozentsatz weniger oder sowas oder keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach mehrere bessere Erfahrungen. Könnte auch vielleicht ein Punkt sein, dass die vielleicht sagen, hey, das liegt wirklich an unserem Großhändler. Wirklich, ja, definitiv. Könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass das Feedback einfach sehr schlecht ist, weil ich glaube, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht und ich habe mit vielen Kontakt gehabt, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Einfach so diese, wie ich nicht verstehen kann, diese Größe und diese Art von Inkompetenz, das verstehe ich nicht. Das ist, ist traurig, aber ja. Also eben, da sind jetzt auch die anderen Shops gefragt, ne? Schreibt gerne mal rein, das ist jetzt natürlich hier eine coole Möglichkeit. Ihr könnt das ein bisschen mitverfolgen, oder? Wie das bei uns so ein bisschen entsteht und hoffentlich auch wächst und so. Und das mal so ein bisschen als interessante Insights finden. Aber wenn da jetzt auch ein anderer Shop ist, der vielleicht gerade reinhört oder so, Grüße gehen raus an die Kollegen. Gerne mal auch so ein bisschen die Erfahrungen da mit der Community teilen. Wäre spannend zu wissen, wie das bei euch aussieht. Ja? Auf jeden Fall, ja. Einfach um da jetzt mal noch so einen glatten Übergang und nachher einen Abschluss zu finden, wollen wir einfach mal kurz noch so ein bisschen jetzt reden, wie es bei uns aktuell aussieht. Euch da mal so ein wenig auf dem Laufenden halten. Vor allen Dingen der Victor hat jetzt sehr, sehr viel Arbeit geleistet, was jetzt einen Shop angeht. Wir sind alles, was Social Media angeht, noch sehr in der Findungsphase. Also da wird sich wahrscheinlich noch einiges so ein bisschen ändern vom Auftreten her, dass man da in nächster Zeit sich nicht überrascht fühlt, wenn vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen anders aussieht. Aber gerade was der Shop angeht, der ist jetzt recht gefüllt mit neuem Zeug. Wir haben auch so ein paar speziellere Sachen, würde ich jetzt mal sagen, reingemacht, wo man vielleicht jetzt nicht gerade überall findet. Ich habe mich mal mit meinen Custom-Decks, was jetzt Magic angeht, mal ausgetobt. Das wäre einfach mal cool, wenn ihr mal wirklich reinschaut, jetzt ohne großen Kaufinteresse, sondern vielleicht uns einfach auch mal so ein bisschen Feedback gibt und das vielleicht mitgestalten könnt und auch passiv. Wie gefällt's euch denn? Findet ihr es übersichtlich? Findet ihr es gut? Was haltet ihr so ein bisschen von der Produktkette auch, von den Sachen, wo vielleicht jetzt nicht gerade überall zu finden sind? Ja, was meinst du, Victor? Hättest du noch einen Wunsch? Also kann ich auf jeden Fall nur so unterstreichen und vor allen Dingen zu den Custom Decks, da nimmt sich der David noch ein bisschen raus. Also ich finde die Decks, die du da machst, was der David eigentlich an Arbeit da rein investiert, das sind die Preise, muss ich sagen. Das sind keine Precon Decks. Das sind Decks, die getestet worden sind. Wir spielen sehr oft. Wir sind aktive Spieler auf Spelltable oder einfach Kitchen Table und so. Wir spielen viel, wir probieren die Decks aus. Die sind tipptopp. Das heißt, wenn jemand ein Commander-Deck haben will, für einen fairen Preis und wirklich noch ein bisschen was reißen will, unbedingt vorbeischauen, es lohnt sich. Und es sind bisher nicht viele da, deshalb beeilt euch, bevor sie weg sind. Die sind wahrscheinlich schnell weg. Und schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Lasst da Kommentare da, was ihr zu den Preisen, zu der Preisgestaltung, zu der Optik und alles, was ihr davon haltet, würde uns mega interessieren, so ein bisschen Feedback zu bekommen, damit wir da vielleicht auch ein paar Änderungen vornehmen können, weil wir haben den jetzt so aufgezogen nach unserem Geschmack, aber die Geschmäcker gehen natürlich weit auseinander und deshalb Feedback ist immer willkommen, egal ob positiv oder negativ, rein damit. Ja, und eben, wenn ihr auch spezielle Wünsche habt, das wäre auch mal cool, so ein bisschen zu wissen, hey, mich würde dies und das interessieren, muss jetzt auch gar nicht produktmäßig sein, aber vielleicht auch was contentmäßig auf Instagram abgeht oder so. Wir haben jetzt mal so ein bisschen getestet mit eben auch Preisentwicklungen und so weiter, dass man da vielleicht so ein bisschen Social macht. Wir haben ein paar Reels reingemacht, die auch ein bisschen lustig sein sollen. Wenn ihr so Sachen öfters oder mehr sehen wollt, da auch ein bisschen ein Feedback da lassen oder auch Produktideen, oder? Ich habe mir jetzt auch überlegt, hey, wie wäre es denn anzubieten, hey, und bietet vielleicht eben so ein Custom-Deck jetzt, was Magic angeht, an und sagt, hey, such dir einen Commander aus, such dir eine Preisspanne aus, sagt, du willst ein Deck vielleicht für 50 Stutz und man baut irgendwie sowas. Hättet ihr Bock auf sowas? Also ich wäre immer dafür zu haben, nehme dafür auch gerne die Zeit und die Kärtchen dann in die Hand. Also da einfach wirklich mal frei raus, muss jetzt nicht in den Kommentaren, kann auch privat sein, mal schreiben mit Ideen, mit Ansporn.
kann nur helfen und dann könnt ihr da so ein bisschen selber gestalten, was halt aus der Trading Card KFC hier werden kann. Gell? Das wäre cool. Genau. Jo. Danke dir für die Episode, Victor. War cool. Ich danke dir. Und ja, bevor ihr geht, erstmal danke nochmal fürs Zuhören. Auf jeden Fall mal da unten noch aufs Abo drücken und ein dickes Like da lassen. Und wenn ihr die Zeit und Lust habt, natürlich sehr, sehr gerne einen Kommentar füttern. Auf jeden Fall, Leute. Vergesst nicht, wir bleiben dran, ob ihr wollt oder nicht. Also, Kuss geht raus. Ciao. Rainer. Ciao, ciao.